Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute ein Positionspapier vorstellen. Das heißt Neue Wege zur Eindämmung des Rauchens, Tabakkonsum und Schadensminimierung, Tobacco Harm Reduction. Das ist ein Positionspapier von Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen zur Frage der Diversifizierung von Rauchentwöhnungsprogrammen und dass wir da tatsächlich alternative Formen der Nikotinaufnahme, wenn es denn unbedingt Nikotin sein muss, vorstellen wollen. Ich habe das Papier zusammen erarbeitet mit Dr. Thomas Hering. Er ist Facharzt für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin in Berlin. Mit Daniela Jamin, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und mit Professor Dr. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Wir haben in diesem Positionspapier alle Möglichkeiten vorgestellt, um tatsächlich alternative Formen der Nikotinaufnahme zu nutzen. Und damit wollen wir dazu aufrufen, die Rauchentwöhnungspalette zu vergrößern, damit mehr Menschen mehr Optionen haben, das Rauchen einzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.